Hey, in diesem Video werde ich dir die Einnahmen meiner letzten paar Monate verraten. Also sprich, wie viel Geld ich in den letzten paar Monaten im Internet verdient habe und vor allen Dingen auf welche Art und Weise, was ich mit diesem Geld angestellt habe, inwiefern meine Ausgaben aussahen, wie viel Steuern ich vielleicht auch zahlen musste, vielleicht ist gut. Und wie viel davon ich investiert habe und vor allen Dingen in was ich investiert habe. Und vor allen Dingen, wie viel ich wirklich in den letzten paar Monaten arbeiten musste, um dieses ganze Geld zu verdienen. Und in diesem Video will ich nicht mit diesen Einnahmen prahlen oder irgendwie angeben oder irgendwie cool wirken. Denn ich finde, die Einnahmen sind jetzt auch nicht groß genug, um damit anzugeben. Sondern ich will dir so ein bisschen so einen kleinen Ansporn geben. So eine kleine Inspiration oder Motivation einfach, weil ich weiß, dass solche Videos mich früher immer dazu angespornt haben, überhaupt Unternehmertum oder das Ziel, ein Online-Business aufzubauen, überhaupt auch wirklich zu verfolgen. Weil ich mir dann doch manchmal dachte, ist es wirklich möglich, so viel Geld zu verdienen? Ist es überhaupt möglich, Geld zu verdienen im Internet? Mit welchen Methoden funktioniert das Ganze am besten? Wie baut man das Ganze am besten auf? Und wenn du nicht weißt, wie man ein Online-Business aufbauen sollte, also sprich noch ein kompletter Anfänger bist oder vielleicht schon ein bisschen länger daran arbeitest, dein Online-Business aufzubauen, aber das Ganze irgendwie nicht so wirklich zu funktionieren scheint, auf jeden Fall mal unten den Link in der Beschreibung abchecken, denn da findest du von mir eine dreiteilige, kostenlose Videoserie, in der ich dir von A bis Z erkläre, wie du dir ein Online-Business aufbaust, warum das unglaublich schlau ist, vor allen Dingen jetzt aktuell in der leider immer noch anhaltenden Corona-Situation und warum es für deine finanzielle Zukunft deutlich schlauer ist, ein Online-Business aufzubauen, anstatt ein Offline-Business aufzubauen oder einfach nur irgendeinen normalen Job zu verfolgen. Genug geredet, fangen wir mit den Einnahmen an. Im Januar, also 2021, im Januar mit Clickbank-Provision, also sprich mit Affiliate-Marketing, waren es 191,17 €. Mit Neopubli, also gebundenen Büchern, ich glaube, ich rund mal kurz auf, ungefähr 55 €. Mit Amazon KDP, also dem Self-Publishing, dem Kindle Direct Self-Publishing, um die 1.430 €. Und insgesamt waren es 1.672,61 € an Umsatz, wenn ich meine ganzen Ausgaben abziehe. In dem Fall waren das Anteile für bestimmte Bücher, weil ich Kooperationen eingegangen bin. Insgesamt als Einkommen in dem Monat 1.534,15 €. Davon sind ungefähr 20% Steuern, also 306,83 € Steuern. Das heißt, dieser Betrag hier ist mir in dem Monat als Netto übrig geblieben. Machen wir weiter im nächsten Monat, der Februar 2021, mit Amazon KDP 1.838,54 € und mit ePubli, also gebundenen Büchern, 39,04 €. Insgesamt also 1.877,58 €. Wenn wir hier wieder die Anteile abziehen, mein E-Mail-Programm GetResponse, meine Software, mit der ich Online-Kurse bzw. Online-Produkte bereitstellen kann und nochmal ein bisschen Marketingkosten, wenn ich das Ganze abziehe, 1.358,77 € Einkommen, davon ungefähr halt auch wieder 271,75 € an Steuern, die ich halt immer zur Seite lege auf ein separates Konto. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, verlinke ich dir oben in der Infobox. Auch mega wichtig, mehrere Unterkonten zu führen und nicht einfach immer alles auf ein Konto zu packen und dann komplett durcheinander zu kommen. Okay, also Geldmanagement auch wirklich jeden Monat betreiben. Ich schreibe das Ganze hier auch wirklich jeden Monat auf in meinen süßen College-Blog. Und ich kann dir versprechen, wenn du das Ganze noch nicht machst, wenn du damit erstmal anfängst, vielleicht zu Anfang ist das Ganze ein bisschen strange, das hier auf Papier zu schreiben, aber nach einer Zeit macht das wirklich richtig viel Spaß. Ich hatte früher in der Schule immer in Mathe eine mega schlechte Note und ich habe Mathe irgendwie nie richtig gecheckt. Ich habe es nie gemocht. Aber mein Geld zu managen jeden Monat, um mit Prozenten umzugehen, mega Hammer. Macht richtig viel Spaß. Dann im März waren es mit Digistore 24, also sprich mit meinen digitalen Produkten und auch so ein bisschen Affiliate-Marketing ist mit drin, waren es 681,67 €, mit Neopubli 24,52 € und mit Amazon KDP 1.870,93 €. Insgesamt also 2.577,12 € an Umsatz. Dann wieder meine ganzen Ausgaben fürs Online-Business abziehen, sind wir bei 2.189,44 € an Einkommen. Davon um die 437,88 € waren Steuern. Das ist also netto bei rumgekommen im März und also einen mega guten Monat eigentlich gehabt. Genau. Und im April
In April waren es durch meine Hörbuchverkäufe über Audible waren es 479,03 €. Über Neopubli, also Hörbücher, 65,23 €. Und über Amazon KDP 1477,86 €. Insgesamt also 2022,12 €. Und hatte ziemlich viele Ausgaben den Monat, weil ich auch Google Ads geschaltet habe, von ich mich jetzt wirklich vollkommen, also Google Ads im Sinne von YouTube Ads, wovon ich mich in den letzten paar Monaten wirklich nochmal distanziert habe, weil ich gelernt habe, Content Marketing ist einfach so viel besser, als Ads zu schalten und dafür sich ein Werbebudget zurechtlegen zu müssen. Ich meine, verstehe mich bitte nicht falsch, wenn du zum Beispiel einen Online-Shop hast, dann ist es wahrscheinlich schlauer, Ads zu schalten. Aber wenn du ein Online-Business aufbaust, wie ich es hier auf meinem YouTube-Channel lehre, oder zumindest meine Erfahrung mit der teile, oder das Ganze halt eben auch in einer dreiteiligen Videoserie für dich einmal aufbereitet habe, Link wie gesagt in der Beschreibung, dann braucht man eigentlich keine Ads zu schalten. Okay, jedenfalls, wenn ich das Ganze abziehe, sind wir bei 1406,22 € Einkommen, davon ungefähr 281,24 € an Steuern. Und ja, ich sehe gerade, ich hatte auch ein paar Zurückbuchungen. Insgesamt hatte ich also komplett unterm Strich, auch wenn die Rechnung jetzt gerade vielleicht für dich keinen Sinn ergibt, weil ich ein paar Sachen hier zurückgebucht habe, insgesamt 1399,67 € netto für den Monat. Einfach weil ich für bestimmte Ausgaben hier von meinem Rücklagenkonto das Ganze wieder umbuchen musste, weil einfach damit ich ja rechtlich gesehen völlig legitim Steuern sparen kann. Das ist auch das Schöne an einem eigenen Online-Business. So, letzter Monat, und da sind wir auch schon fast durch mit den Einnahmen, im Mai mit Neopubli 67,79 €, mit Amazon KDP 1555,61 €, insgesamt also 1623,40 € Umsatz. Wenn man die ganzen Sachen abzieht, die ich an Ausgaben habe, sind wir bei Ausgaben und Anteilen und so weiter, dann sind wir bei 1208,76 € Einkommen, davon nochmal 241,75 € für Steuern abziehen, und das ist dann der Nettobetrag für den Mai. So, worüber ich jetzt nochmal sprechen will, ist, ich habe die Einnahmen alle hier für mein Chefskonto, für mein Online-Business, habe ich da einmal aufgezeigt. Worüber ich nochmal sprechen will, ist, was ich dafür jetzt großartig getan habe in diesen letzten paar Monaten. Also bis Ende Januar habe ich noch an meinem Mitgliederbereich gearbeitet, der Selfmade Millionär Akademie. Einfach so, dass ich genug Content habe, um meine Mitglieder wirklich zufriedenzustellen und nicht, also und sie nicht irgendwie danach, keine Ahnung, einige nach ein paar Monaten dann sagen, okay, was ist das für ein Dreck? Ich sehe nicht mehr ein, warum ich weiterhin Geld zahlen sollte und weiterhin Mitglied sein sollte. Daran habe ich also gearbeitet und noch ein paar YouTube-Videos gemacht. Und ansonsten von Anfang Ende Januar bis jetzt, wo du dieses Video hier siehst, habe ich nichts gemacht. Nichts ist vielleicht ein bisschen gelogen, weil ich ungefähr jeden Monat meine Einnahmen hier aufgeschrieben habe und die ein oder andere Rechnung verfasst habe. Aber ansonsten habe ich nichts gemacht. Einfach, weil ich Ende Januar Vater geworden bin und weder die Zeit noch die Lust hatte, irgendwas an meinem Online-Business zu machen, sondern ich wollte mein Kind aufwachsen sehen, und ich werde auch weiter noch wollen, dass mein Kind aufwächst, das auf jeden Fall, aber dabei zuzusehen, wie mein Kind aufwächst und so wenig wie möglich machen zu müssen und trotzdem automatisiert jeden Monat Einnahmen zu erzielen. Das ist wirklich mega geile an einem Online-Business, wenn du es richtig aufsetzt. So wie ich es hier kostenlos lehre auf diesem Channel und in meiner dreiteiligen Gratis-Videoserie, dann hast du ab einem bestimmten Punkt ein Level erreicht, wo du wirklich nicht mehr so viel dafür tun musst, dass das Geld auf dein Bankkonto fließt. Wo du nicht mehr wirklich so viel tun musst, dafür, dass du die Leben von anderen Menschen bereicherst. Denn ich finde, Unternehmertum ist wirklich ein Bereich, bei dem man Menschen dabei helfen kann, ihre Probleme zu lösen. Denn wenn du nicht Leuten dabei hilfst, ihre Probleme zu lösen, dann gibt's auch keinen Weg auf dieser Welt, wieso sie dir Geld geben sollten. Okay? Deswegen finde ich Unternehmertum so geil. Und die letzte Sache, über die ich nochmal mit dir sprechen wollte, ist, Moment, die bisherigen Investments, die ich dann mit einem Teil des Geldes gemacht habe und vor allen Dingen mit einem Teil
des Geldes, das ich, seitdem ich Ende 2017 mit meinem Online-Business angefangen habe, was ich angespart habe. Denn ich habe damals, weil ich es nicht besser wusste, einfach 45% auf mein Steuerkonto gepackt von meinen monatlichen Einnahmen, weil ich noch nicht genau wusste, okay, wie viel Steuern werde ich zahlen müssen und welche Prozente genau muss ich dafür nutzen. Und so hatte ich auf dem Steuerkonto einfach sehr viel Geld noch rumliegen. Plus halt eben auch auf meinem FFK-Konto. Wie gesagt, wenn du nicht genau weißt, was wir konnten, ich hier rede, auf jeden Fall das Video in der Infocard angucken. Jedenfalls seit ein paar Monaten habe ich auch angefangen, in Kryptowährungen zu investieren. Das habe ich auch schon mal 2 Videos gemacht, verlinke ich dir wahrscheinlich auch in der Infokarte. Und bisher beläuft sich das Gesamtinvestment auf 5.940,13 Euro. Investiert wurde das Geld in Cardano bzw. ADA und ich war wirklich der Meinung, dass ich bis 2025 brauchen werde, bis ich um die 10.000 ADA zusammen habe. Aber ich habe jetzt schon 5.000. Und auch wenn mein Investment zu der Zeit, wo ich das jetzt gerade hier aufnehme, sich im roten Bereich befindet, wird es höchstwahrscheinlich, wenn du dir das Ganze anguckst, schon wieder im grünen Bereich sein und spätestens bis Ende dieses Jahres mindestens das Doppelte wert sein. Ich werde dich in Zukunft auch ein bisschen auf dem Laufenden halten, was meine Investitionen angeht. Ich persönlich mit dem Geld, was ich aus meinem Online-Business verdiene, bin jetzt nicht so der Freund davon, irgendwie in die Börse zu investieren, also in Aktien oder ETFs. Was ETFs angeht, die nutze ich eher dafür, um dafür zu sorgen, dass wenn meine Tochter 18 oder 20 ist, sie auf jeden Fall vom Zinseszinseffekt profitieren kann in den ganzen 18 oder 20 Jahren, wo wir jeden Monat ein bisschen Geld für sie einzahlen. Dazu wird auf jeden Fall auch nochmal ein Video kommen. Aber was mein persönliches Investment für meine gesamte Familie angeht, da bin ich auf jeden Fall deutlich risikofreudiger. Und deswegen investiere ich auch das Geld aus dem Online-Business dann eher in Kryptowährungen, beziehungsweise eigentlich nur in die eine einzige Video in der Infokarte. Das war es soweit auch mit meinen Update-Videos. Wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du irgendwie denkst, Ignaz, hier hast du Unrecht, da könntest du besser machen, oh mein Gott, wie geil, oh mein Gott, wie schlecht, einfach in die Kommentare schreiben. Und hier geht es noch zu meinen nächsten Videos. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen.